Schön, dann räumen Sie mit den Arschlöchern auf. Sobald es halbwegs sicher ist, lasse ich ein Team eine Bestandsaufnahme von der Anlage machen. Ah, sieht aus, als hätten die Cowboys alle Bombenmannschaft. Ist schon okay, wir nehmen Plan B. Zeit, den Laden zu demolieren. Schlagt alles kurz und klein, sorgt für einen Kurzschluss. Macht alles kaputt, dann feiern wir in der Hölle weiter. Okay, ich denke, jetzt geht's gleich richtig ab. Oh, wir haben auch noch ein Zeitlimit. Vielleicht der ganze Block. Okay, bei diesen alten Kraftwerken war nicht alles automatisiert. Ah, er rennt auf uns zu. Sicherheitsventile. Finden und öffnen Sie sie, um Druck abzulassen. Sofort wäre gut. Ja, super. So, ja, komm, so viele sind es gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt hier so eine mega Masse an Gegnern. So, oh, komm. Ja, okay, er hat schon. Okay, wo müssen wir hin? Den Checkpoint ist ein bisschen hinterher. So, dann laufen wir mal. So, nochmal Munition. Ja, von mir aus. So, hier haben wir natürlich... Ah, fuck, nicht werfen. Alter. Autsch. Sniper. Oder? Irgendwoher. Irgendwoher doch. Ah, von irgendwo da hinten. Ist gerade gesehen. So, hier haben wir ein bisschen Schaden gemacht. So, Sniper ein bisschen immer im Augenwinkel behalten. Der eine brennt. Auch ganz gut. Ja, ein bisschen weiter nach vorne. So, ah, ich weiß nicht, wegen dem klein bisschen die Fässer hochjagen. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen gebrauchen? Mein Teamkollegen? Die Generatoren können den Druckanstieg nicht lange standhalten. Müssen wir aufpassen. Sie müssen den Druck ablassen, sonst werden das Kraftwerk und ein Großteil von Stoytown von der Karte gefegt. So, gibt. Wieso hat er keine Heilung bekommen? Verstehe ich jetzt nicht. So, komm doch, komm doch, komm doch. Einmal festgesetzt. Wäre cool, wenn der das machen würde. Ich kümmere mich gerade hier ein bisschen um die Gegner. So. Oh, hier drüben eins. Okay, wir mussten, glaube ich, zuerst... säubern. Oh, mach schneller. Ich weiß nicht, ob hinter mir irgendwas war. Eins von drei. Kollege, fast down. Ich lauf mal so runter. Uiuiui. War ein bisschen knapp. So, er schaltet's aus. Autsch. Und hier kommen die Gegner. Hallöchen. Autsch. Bisschen aufpassen. So, nein, nachladen. Okay. Geschütz gut hingestellt. Alter, wenn es immer so wackelt, ist natürlich noch schwieriger zu zielen. So, ach scheiße, wir müssen hier nach oben, gell? Ja, komm, der ist ja schon hier oben. Frag ich mal, dass ich hier unten ein bisschen aufräumen kann. So, Kollege macht. Hoffentlich mal. Den Bereich sichern. Und da oben wieder. Autsch. Ui. Sehr schön. Schön getroffen. Ah, vor meiner Nase hat direkt auch einer, gell?
müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Vor allem auch hier so ein dickerer. Oh, das Geschütz ist auch wieder gut platziert. Ah, hier noch ein Sniper. Oh, wie rennt denn der rum? Wie so ein Trottel. So, jetzt haben wir noch 7 Minuten. Autsch. Ich will ja nicht drängeln, aber wenn Sie nicht sterben wollen, sollten Sie langsam mal die Sicherheitsventile öffnen. Ja, habe ich doch schon. Kollege. Also ich auf die Entfernung meistens die Headshots hinbekomme, aber wenn die direkt vor mir stehen, kriege ich es nicht hin. So, autsch, nein, ich bin fast tot. Leute, chillt doch. Krieg ich die? Nee, die krieg ich nicht. Ah, doch, ich krieg sie doch irgendwie ab. Mega lange gedauert. So, der hat gerade voll. Bisschen nach oben, gell? Hier war was. So, das Hauptventil. Oh, der ist schneller. Hey, oh, der mega blöde Checkpoints irgendwie. Bin dran vorbeigelaufen und das Spiel kapiert's nicht. Keine weiteren Sicherheitsventile entdeckt. Gehen Sie zur Schaltzentrale. Sie haben reichlich Druck abgelassen, aber er steigt immer noch. Eine völlige Abschaltung ist nur in der Schaltzentrale möglich. Also gehen Sie schnell dahin. So, ouch. So, beide geheilt. Erste Hilfe-Set wieder bekommen. Okay, da drüben liegt noch was Grünes, aber... Ja, der Kollege macht das dann. Ich mal kurz selber in die Looten. Ah, ganz da drüben. Keine Neustartzone, ja. Einen Moment, gleich wieder da. So, mitnehmen bitte. Und ich bin schon unterwegs, Kollege. So, wo ging es hoch? Hier einmal die Leiter. Okay. Willkommen zum Ende der Welt, Arschlöcher! Macht sie alle, Leute! So, wen haben wir hier? Ah, fuck, den kann ich gar nicht treffen, das ist so eine blöde Scheibe! Das gibt's ja nicht. Der da oben. So, ich lauf mal einmal ein bisschen rein. Bisschen Action! Na komm, wo lauf denn? Nein, er lebt noch! Ah, ich krieg dir voll in die Fresse. Alter, ich steh voll scheiße hier und nicht in der Deckung. Ihr seht irgendwie erschöpft aus, Schatz. Geht grad. So, wir müssen jetzt hier hochkommen. Kollege. Hä? Oh. Da sind hier die Leute. Uns wecken wollen. Wir arbeiten ja nicht mit dem Sandmann zusammen. Oh, hallo. Oh, wo schlägst du hin? So, wo sind sie? Autsch! Hallo, da bin ich! Kollege! So, aber der war gar nicht mal so schlecht. So, hier drüben noch einer. Was haben wir hier? Eine Doppeljacke. Wenn es mal kalt wird. So, alles einpacken. Ja, werf du deine Granate.
Alle, die nicht im Kontrollraum sind, sofort her mit euch, ihr Penner! So, immer noch sichern. Oh, es kommen wieder Leute. Von irgendwo. Autsch! Ah, der hier. Den mag ich gar nicht. Mit der Pumpe. So, Autsch. Deckung mal ein bisschen. So, nicht hier reinrennen. Muss ein bisschen schauen. Immer rechts, links. Ja, es sind nur ein paar kleine hier. Kein Problem eigentlich. Bei Maverick sieht es auch ganz gut aus. So, wo sind die anderen? Nur noch einer, wenn ich das nicht falsch sehe. So, Kollege. So, er schiebt mich weg. So, ich glaube, es kommen noch mal ein paar. So, der Keller! Wo geht er hin, wenn er lachen muss? In den Keller. Aha. Aber ganz alleine? War das der, wo oben in dem Kontrollraum vielleicht war? Das passt aber nicht so ganz zu dem. So oben, hier irgendwo unten. Dass er so alleine kommt. Auch etwas seltsam. So, Maverick rennt einmal rein. Haben einmal festgesetzt. Jetzt läuft er ein bisschen blöd. Meiner! Das war meiner. Oh, drei blaue Sachen. Aha, aha, aber alles irgendwie immer schlechter. Irgendwie habe ich schon gute Sachen dabei. Finde ich immer ein bisschen seltsam. Dass ich fast nie irgendwas eigentlich brauche. So, wir gehen nach oben. Erfasse ein Echo in der Nähe. So, der macht es einmal. Stromgenerator stabilisiert. Tja, nichts ist explodiert und die Sirene jault nicht mehr, also sieht es wohl ganz gut aus. Ein Team ist bereits unterwegs, um die Schäden zu beheben. Für sie gibt es nichts mehr zu tun. Sie können abziehen. Okay, ganz gut. Oh, schon Stufe 20 geworden. Wenn wir diesen Platz nicht kriegen, sorgen meine Leute dafür, dass ihn keiner kriegt. Und bis dahin werden wir leben. Ich gehe zurück zur Lexington. Haltet mir diesen Platz warm. Oder auch nicht. Wie ihr wollt. Ja, okay. Das war einmal hier das Warrengate-Kraftwerk. So, und nun verlassen... Genau, der Maverick weiß irgendwie schon Bescheid. Hier entlang. Wie macht denn der das eigentlich? Die komischen Bewegungen. Weiß gar nicht, wie das geht. Wie der das anstellt. Das hier ist der absolute Hauptgewinn-Agent. Was er sagen will, ist, dass wir Tonmaterial von einem unserer geschätzten Kollegen abgefangen haben. Er nutzt die Situation zu seinem Vorteil aus. Wir müssen ihn erledigen. Sieh dir das an. Versucht so tapfer zu sein. So, und nun, Mr. Maverick, hat er noch was zu tun? Wir laufen ja, denke ich mal, ja schon mal gemütlich raus und dann schauen wir mal. Hallo? Achso, das Ausrufezeichen war... Ja, wenn wir nach unten springen, gibt es halt ein bisschen Schaden. Schon gedacht, irgendjemand hat uns entdeckt oder so. So, einer? Nur einer? Ehrlich?
Kann ich jetzt nicht so ganz glauben, aber es war nur einer. Okay. So, ja, was tun wir jetzt, Merrick? Einmal eine Runde klatschen. Okay. So, sollen wir den einfach mal hinterherlaufen oder wo zur Hölle sind wir überhaupt? Wir wären jetzt hier unten. Wir haben hier halt so ein paar kleine Sachen hier unten in der Ecke. Gibt's nichts mehr. Hier ist es außerhalb. Der nächste Einsatz wäre halt hier oben. 2023, ja, würde eigentlich ja fast schon gehen. Oder hier. Ah, selbes Gebiet noch. Ja, ansonsten halt so Kleinigkeiten. Oh, er hat was ausgewählt. Okay, komm, machen wir noch so ein bisschen Gnadenlieferung. So, weil eigentlich könnten wir auch mal wieder in die große Base zurück. Wir haben ja, glaube ich, wieder genügend Punkte, um irgendwelche Flügel auszubauen. Moment. Ich laufe dran vorbei. Telefon holen wir uns auch kurz. Anderen sind wir mal vorbeigelaufen. Hallo? Telefon? Wo zur Hölle soll das blöde Telefon sein? Oder hatte ich das schon vielleicht? Kann ja auch sein. Markierte Position in der Nähe. War mir so überall so neblig. Ball einfach rein, da sind so viele. Irgendeinen werde ich schon treffen. War ich hier nicht schon mal? Oder sieht es nur so ähnlich aus? Ja, war ich doch erst vor kurzem. So, der da hinten. Level 1. Aber ich glaube, hinterm Baum ist die 9 versteckt. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt ihrer Position. Warnung. Feindkräfte nähern sich. So, mal lauf da, mal lauf da. Aber irgendwo ist wieder was. So, das sind unsere. Wo haben wir denn hier den Sprengsatz? Einmal hier drüben. Scheint er gerade fehlgeschlagen? Wieso dann? Wie viele da sind? Das geht nie ab. Man sieht halt kaum was. Durch den kleinen Schneesturm hier. Hey, ganz ruhig, Kollege. Ah, da kommt nochmal einer. So, einer warf eine Granate, aber die war nicht gut geworfen. So, oh, der war nice. Aber hat halt nicht gereicht. So, der da drüben wird gerade von dem Maschinengewehr bearbeitet. So, noch zwei Stück. Aber irgendwie Mission aus irgendwelchen Gründen fehlgeschlagen. Leider schade. Aber trotzdem ging es hier ganz schön ab. So, was haben wir hier drüben eigentlich noch? Es könnte auch in dem Gebäude hier drin sein. Komme ich hier durch? Nee, komme ich eben nicht durch. Aber hier müsste ich ja irgendwie reinkommen. Zum Beispiel hier. So, schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier? Autorität. Wir kennen sie. Unter den Uniformen sind sie alle gleich. Polizei, Bewährungshelfer, Richter, Gefängniswärter, verdammte Jugendschutzbeamte. Tolle Regierungsagenten mit tollen Uhren und polierten Waffen, die herumstolzieren, als wären sie beschissene Götter oder sowas. Ist das ein Porno? Sie wollen uns hier verhungern und sterben lassen. Unser Leben ist ihnen kein Furz wert. Ist es nie gewesen und wird es nie sein. Wir sind nur Müll und im Weg. Und wenn es nach denen ginge, könnten wir gleich abkratzen. Aber den Gefallen tun wir ihnen nicht. Wir werden sie in Stücke reißen. Diese Parasiten in ihren sauberen JTF-Uniformen. Ihr kennt sie. Ihr habt euer Leben lang mit ihnen zu tun gehabt. Von innen sehen sie alle gleich aus.
Überzeugen wir uns davon. Ja, so sehen sie von innen aus. Hässlich. Also lasst sie leiden. Lasst sie betteln. Lasst sie tun, worauf ihr gerade Lust habt. Nur sorgt dafür, dass ihr keinen von ihnen am Leben lasst. Hä, hey, wer hat da geschossen? Warst du das? So, wähl doch mal was aus. Oder will er abhauen? Oder schaut mal kurz. Ein Agent verlässt ihr Team. Yo, ciao, alles klärchen. Er ist einmal weggegangen. Dann würde ich mal sagen, was können wir wieder für den, was? Ah, zu langsam, egal.